So, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Scribble.io. Heute spielen wir zusammen mit Lukas, Florian und Hans. Die anderen stelle ich noch ein Video vor. Also viel Spaß. Hey Leute und willkommen zu Scribble.io. Lasst ein Like da und kommentiert, falls euch das Video gefallen hat. Alla! So, heute spielen wir Scribble.io und mit dabei ist Florian als Früchtchen. Hallo, na? Ach du Scheiße. Hallo. Hans als Bowlingkugel. Ich hasse mein Leben. Das ist Lukas, der hat hätte sprechen sollen. Und Lukas als Dennis. Hallo? Das ist stark. Seid ihr alle bereit? Ja. Ja. Denke schon. Hans? Oh, okay, das tut mir leid. Ich habe gerade erst geblickt, dass es eine Bowlingkugel war. Alter! Wow! Ja! Oh, schön, dass Lukas hier erstmal als Fisch, dann Fortune, dann Norwegen, dann macht der VH-Ton jetzt. Ja, das ging ja nicht. Das war so richtig stumpf. Das ist mein Like. Maudado. Ja, weil es blau ist, natürlich. Sobald es blau ist, ist es instant Maudado. Okay. Es ist ein sehr langes Wort, aber was soll das sein? Ja, jetzt kommt das, worum es geht überhaupt erst. Okay, die flache Erde. Die Wahrheit. Ja, natürlich. Ist es die Wahrheit oder? Nee, das ist nicht die Wahrheit. Das ist ein Spiegelei. Hä? Boah, das hat echt viel Eigelb. Was hast du für Spiegelei? Warte. Hate doch jetzt mal nicht so. Hä? Nein. Hä? Oh. Oh, fuck, ich hab's falsch geschrieben. Ja, ganz knapp, du schreibst mal das aber nicht. Ja, wie geht das? Also einfach fliegende Spaghetti-Monster. Einfach so richtig in einem Satz. Nein! Ich schreib mir Spaghetti. Jetzt hab ich nicht Spaghetti schreiben können. Ja, ein zweiter. Fuck. Verdammt. Als ob es jetzt Wort hier drin gibt. Spaghetti-Monster bekommen. Ich komm mit Spaghetti nicht klar. Und? Oh, scheiße, ich hab gelacht. Sieht aus wie ein merkwürdiges Baby. Oh Gott, nein! Das ist eine Heuschrecke. Hä? Oh ja, jetzt bin ich faul. So. Was das ist? Oh. Hä? Was? Nein! Hä? Das ist nicht einer von diesen billigen App-Werbungen. Doch, das ist eine von den billigen App-Werbungen. Ja. Das ist eine 5. Ja! Was? Okay. Was? Ich bin stolz auf dich. Worum geht's? Ich weiß gar nicht, worum es geht eigentlich. Nein, Level 100 Boos. Ich werd's euch aber nicht sagen, because that's how Mafia works. Lol. Also, das war ja. Das war einfach Mafia. Das waren zwei noch die Q-Play. Das waren so ein. Oh, I. Das ist ein Petten. Das war ein I. Zähne. Oh, ich dachte, das wäre I. Der hat aber echt eklige Zähne. So, der steckt sich jetzt was in den Mund. Und wenn er das macht, und dann. Was macht er denn? Ah, warte. Hä? Das hat wirklich ein Weißer mit der Bewegung zu tun. Ist das irgendwie so eine Luftzirkulation oder so? Das hier. Nee, das hier geht hoch und runter dann. Wenn er sich das in den Mund stoppt, weißt du? Ja, der Oberkiefer geht hoch und runter. Übergebiss. Hä? So. Ach so, kauen. Oh, jetzt darf ich. Oha. Ach man, ich darf das doch nicht. Wieso nicht? Ein Pferd. Zähl die Anzahl an Beinen, es kann nur ein Pferd sein. Warte. Anime. Ja, wegen den bunten. Hä? Das ist ja. Headgirls! Das ist Headgirls! Das ist Headgirls! Das ist Anime. Da fehlen aber noch die Katzenaugen. Ihr könnt es im Grunde noch gar nicht erraten. Toll! Wow, ist es tiefer als Mii? Hä? Das ist so Alter. Dumm. Es ist Thanos. Hä?
Der ist aber echt schlank geworden. Abgenommen sein Endgame. Hä? Oh nein. Nein, ich bin zu langsam. Ich muss zu langsam. Oh. Der Hund. Ist das ein Name? Es ist ein Name, ja, ja. Sieht jetzt schon aus wie eine Frau, aber ist es gar keine Frau. Der hat so eine richtig große... Okay, so sieht die Nase, glaube ich, nicht aus. Aber egal. Ich halte mich jetzt ein bisschen an die Sendung, an die Zeichentricksendung. Ich habe die, glaube ich, nie geguckt, die Sendung. Winnie Pooh ist es ja wohl nicht. Hä? Wer hat denn da so ein Ted? Warte, was? Nee, hier so ein, ist nicht so ein, nee, warte. Ich hatte nicht so ein Querstreifen hier drauf. Ich bin gar nicht... Ja! Alter, wie gut! Der hat zwar so, nicht so eine Nase, aber ja, ja. Hat er nicht so eine riesige Alter. Nase gehabt? Hä? Nee. Das ist safe irgendwas, was ich nicht kenne. Ach, du hast jetzt die Zeichentrickserie, ne? Ja, gut. Ich habe hier die Zeichentrickserie gehalten. Ja, ich kenne das. Da hatte der nämlich so einen komischen Ausfall nach hier so nach vorne. Ja. Oh, Alter, wie lange das gedauert hat. Ja. Vor allem mit dem Punkt einfach. Mr. Punkt. Mr. Evers. Ja, das ist hart. Aber wir machen das wie Flo gerade eben. Ja, also wir machen dann hier so erstmal, ne? Ja, natürlich erstmal eine Lore aufbauen. Das hat wahrscheinlich nichts mit Mario zu tun. Ah, jetzt. Ich bin jetzt zu faul, den Rest zu machen. Oh mein Gott. Wie hast du... Ah. Hä? Oh mein Gott. Der hat einfach keine Gliedmaßen. Das ist ja... Das ist ein Kegel. So, wir müssen ja wieder eine Lore aufbauen. Was haben wir denn sonst? Kaufhaus. Walmart. Oh, scheiße. 7-Eleven. 7-Eleven. Ratungsalter. Was hier? Hey! Mir fällt nichts ein, warte mal. So. Ach, das will doch keiner, hä? Gibt's doch gar nicht mehr. Was? Was ist das Ding? Ja. Ja, was? Ein anderes Wort für Laden. Was? Ja, Kaufhaus hatten wir doch schon, ja. Man könnte dann auch hier, warte. Nein. Oh Gott, ist das ein hässlicher Hund. Das soll ein Hund sein? Das ist doch kein Hund. Das ist eher ein Bakterium. Lama. Lama. Das ist gar nichts Lebendes. Jetzt ist es ein Hund. Und der macht gerade. Oh mein Gott, mein Google hat sich aktiviert. Und jetzt, das ist ein Lama. Wir schauen mal. Hä? Was macht der Hund da gerade? Ja, ein Lama in Peru. Sommerlieder zum Mitsingen. Oh, ja, wie? Das kam gerade bei der Google-Suche auf meinem Handy. Wie kann man das sonst noch nennen? Was er da macht? Los! Er macht sein... Abkoten. Oh. Du bist doch doof. Hä? Ja, komm schon, wie soll ich sonst... Oh, man kennt ihn. Geschwäbt. Alter. Hä? Was? Das sieht irgendwie so aus wie so ein Gesicht. Ja, ja, ist es auch wahrscheinlich. Ich glaube, das ist die Intention dahinter. Hä? Ach so, okay. Ah, ja, ja. Oh Gott. Kapitalismus. So, und jetzt kommt das, worum es eigentlich geht. Ah, okay. So. Bin fertig. Ja! Du, nee, du das weiß ich nicht! Ist ja meins. Die Lebensversicherung! Nein! Ja, ja, weil du Menschen mit Geld auswiegst! Ja, Lukas, wegen mir können wir auch was. Du hättest was anderes zeichnen sollen. Wegen mir können wir ja auch Gewichte drauf tun, meine Güte. Na gut, ihr würdet nicht draufkommen, wenn. Hä? Ich bin nur drauf gekommen. 50 Gramm. Warum sind mehrere Personen 50 Gramm schwer? Na, weil das für ihn genauso viel bedeutet wie Geld und der Gleichgewicht in seinem Leben findet. Da war voll das liebe Meaning. Gleichgewicht. What the fuck? Okay, ich wollte nur sicher gehen. So, wir haben hier das hier. Zack, 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 zack. Ich hatte ein 3D-Bett. Zack. Bam, Alter. Mit einer Linie. Es sind zwei geworden, aber egal. So, dann haben wir hier, Was ist das? Ist das Patrick?
Achso, ist ein Bowlingpin, stimmt ja. Alle sind Bowlingpins. Ja. Ich weiß nicht, ob sein Bett. Ihm geht's richtig gut. Aber jetzt kommt das Wichtige. Steht er in seinem Bett? Nein, der sitzt drinne. Aber wie kann er denn sitzen? Ja, okay. Kopfkissen hatten wir schon. Es ist kein Krabbenburger. Okay, was ist es dann? Ah, okay. Ein Loch Ness ist in zwei Worten. Dinosaurier haben wir schon. Dinosaurier. So. Das ist aber nicht der Wichtige. Boah, dieses Auge. Alter. Ernsthaft? Mhm. Das ist perspektivisch. Oh, das ist von oben. Und warum ist der andere von der von vorne? Warum schielt der nach hinten? Ach so, ja gut, jetzt ist okay. Der hat ja hier noch Dings. Blöde Zeit nur, weil Lukas so schnell reiten hat. Hä? Das ist ein Krokodil. Wow. Oh mein Gott. Wie kamst du bitte darauf auf Stegosaurus? Also in den letzten Sekunden das Ding geschickt. Ich wollte erst ein T-Rex zeichnen, um euch zu verwirren. Alter. Aber wie hat Lukas das erraten? Weil er das Wort schon mal hatte, als wir letztens gespielt haben. Was? 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 Hä? Oh! Nein. Was? Titanic! Das Wort Titanic! Alter! Titanic! Ja, Mann, Alter! Er ist erneut von den Haaren. Das sieht so aus, als wäre er traurig, dass er sie gleich runterschubsen muss. Das ist die Diepe Lore. Oh nein, nein, jetzt hab ich ein Wort bekommen, was ich nicht wollte. Ja, dann musst du jetzt machen. Cephalopoden. Also Lukas hat heute die Spongebob-Memes raus. Alle nochmal schnell Steckdose. Okay. Ist das ein Bowlingpin, der geladen wird? Was? Nein. So, jetzt, warte, pass auf. Lavalampe. Nein, es passiert etwas mit dieser Bowlingkugel. Sie ist etwas defekt. Hans, ich glaube, so passiert das nicht. Hä, so funktionieren Bowlingkugeln doch. Ich glaube, so geht das nicht. Manchmal fallen die nicht um, dann denke ich mir, die sind kaputt. Schocken? Nein, aber es geht eher darum, was hinter dieser Steckdose ist. Was da passiert. Wenn mal was nicht ganz funktioniert. So. Ich glaube, so passiert das nicht. Eine Sekunde hatte ich noch. Ich wollte alles mit Bowlingpins verbinden, okay? Der erinnert mich irgendwie von, der Typ von Shaun the Sheriff, der die Schafe. Was? Okay, das ist perspektivisch. Hat er eine Ampel geklaut? Perspektivisch ein bisschen kacke, ehrlich gesagt. Ach, das links ist ein Gesicht, jetzt erkenne ich es. Alter, Lukas, was ist denn los mit dir? Ich bin halt richtig on fire. Alter. Dieser Herd da, Alter. Jetzt ist er wirklich on fire. Deine Tipps, Alter. Okay, das wird jetzt verdammt schwer, weil ich dir das mit Kopf zeichne. Jedes generische Catgirl, aber Shaun ist ja weiß. Das ist ein Krokodil. Aber. Das ist Krokodok? Was? Das ist wow. So weiß, in der Tempo überkam. So. Hä? Okay. Ich dachte, jetzt kriegt er noch Orange. Nase? Hä? Ja, gut. Die Ohren sind wichtig. Achso, das sind ja Ohren, stimmt. Alter, das sind Ohren und hier sind die Augen. Dass ich das erkenne, ist einfach. Das ist keine gute Zeit. Das ist ein Schuh. Der hat Ohren wie ein Hase. Echt? Ach, hier steht. Ja! Ich bin komplett überfordert. Der hat lange Löffelohren. Sein Ahuyak. Das ist niemals Goofy. Was ist das? Das ist niemals Goofy. Das ist nicht.
Ja, da war ich ja mit Mickey so ganz nah dran. Alter, ey. Der hat einen grünen Hut und so lange Ohren. Ja, genau. Bye. War toll mit euch. Tschüss. Na? Tschüss, na? Ich hoffe, ihr esst heute gut zu Abend und so. Was? Schaut bei Lukas vorbei im Twitch-Channel, die Bowlingkugel keinen und Flo auch keinen, also dann... Oh, ich hab einen YouTube-Channel! Doch, er hat einen... Ja, stimmt, er hat einen YouTube-Channel. Soll ich dich verlinken? Ja, da kommt ja nie was drauf aus in deinem komischen Beamstab. Hey, hallo? Hallo? Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut auch bei den anderen vorbei, die sind alle in der Videobeschreibung verlinkt. Lukas streamt regelmäßig auf Twitch und Hans macht nochmal hin und wieder, wenn ihr ganz viel Glück habt, ein Video. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.